Als Freund und Tröster in der Kindheit kommen sie wohl nie aus der Mode. Plüsch-Teddybären. Aber wenn der geliebte Teddy kaputt ist, was kann man tun? Die Antworten weiß die Teddy-Doktorin Hanne Mahnke in Hannover. Sie zeigt uns, wie man viele Wehwehchen selbst kurieren kann. Die Plüschfiguren-Spezialistin Hanne Mahnke betreibt eine Teddybärenklinik. Sie hat sich ihr Wissen selbst angeeignet. Also wenn mir vor 17 Jahren jemand gesagt hätte, dass ich hier in diesem Laden sitze und überhaupt so einen Laden habe, niemals hätte ich das gedacht. Ich bin wirklich hier so reingestolpert durch die Anliegen der Leute. Ich wurde einfach gefragt, und können Sie dies machen, können Sie das machen und mein Teddy. Und ich habe ganz viele Menschen kennengelernt, ganz viele Schicksale über, also was die Leute mir über ihre Teddys alles so erzählt haben. Ich habe hier zum Beispiel einen Bären, den muss ich unbedingt noch zu Weihnachten fertig machen. Das ist von einer Dame, die ist jetzt 40 Jahre alt und hat diesen Teddy zu Weihnachten, zu ihrem ersten Geburtstag bekommen. Und die Mutter hat sich jetzt ein Herz gefasst und möchte dieser Tochter den Bären wieder so herrichten lassen, dass er eben wieder repariert ist. Der Teddybär soll seinen Namen vor über 100 Jahren vom damaligen amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt bekommen haben. Seine Freunde nannten ihn Teddy. Bei einer Jagd verschonte er einen jungen Bären. Das brachte einen gewissen Morris Mitchum auf die Idee, einen kleinen Bären aus Plüsch zu bauen, den Teddybär. Der Beginn einer unglaublichen Erfolgsgeschichte. Also das ist unsere Luzi. Das ist für uns der allerwichtigste Bär. Vielleicht nicht der wertvollste, aber der wichtigste. Wir haben ihn von seiner Besitzerin geschenkt bekommen, schon vor Jahren. Und das Besondere ist, dass dieser Bär mit ihr zusammen in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden ist. Und er war ihr ein treuer Gefährte, bis er dann praktisch seinen Ruhesitz bei uns in der Familie bekommen hat. Hanne Mahnke fertigt auch gerne eigene Bären. Hier soll es eine neue Luzi werden. Dazu sucht sie den passenden Stoff aus. Diese Teddystoffe findet man im Fachhandel. Mit solchen Schnittmustern kann man nicht nur einen neuen Bären basteln, sondern auch selbst kaputte Teddygliedmaßen reparieren. Dazu legt man den Papierschnitt für die Arme, Beine, Körper und Kopf auf die Rückseite des Stoffes und zeichnet die Umrandungen nach. Die einzelnen Teile vorsichtig mit einer Schere ausschneiden und dabei Nahtrand zugeben. Das Ganze mit Stecknadeln zusammenheften. Danach die Teile mit einem festen Nähgarn nähen. Das Garn sollte die gleiche Farbe wie das Fell haben. Sicherheitshalber werden alle Nähte zweimal genäht. So ein Plüschtier muss ja einiges aushalten. Und das Füllmaterial, Holzwolle oder Stroh, soll auch nicht durch die Lücken in der Naht pieken. Also ich stopfe hier jetzt den Kopf. Ich beginne hier mit der Nase. Das muss sehr, sehr fest sein, damit man, wenn man später stickt, damit es hier keine Delle gibt. Und der Kopf muss auch sehr sensibel gestopft werden. Man kann einfach nicht nur wie in einen Ball das reinstopfen, sondern man muss irgendwo schon die Konturen eines Bärens im Auge haben. Und deshalb kann man auch 10 verschiedene Köpfe mit gleichem Schnitt 10 verschiedenen Leuten geben und er wird immer anders aussehen, weil jeder eine andere Handschrift beim Stopfen hat. Wenn die Gliedmaßen des Bären genäht und ausgestopft sind, werden die Kunststoffgelenke montiert und dabei mit einer Zange fest angezogen. Die Gelenke gibt es im Bastelbedarf. Erst danach wird der Körper des Teddybären ausgestopft. Stecknadeln mit großem Kopf dienen zur vorläufigen Positionierung der Augen. So kann man ganz in Ruhe den Blick des Bären justieren
bis man mit dem Gesichtsausdruck des neuen Teddys zufrieden ist. Zum Schluss kommen die Bärenohren an die Reihe. Ich habe jetzt hier die Ohren mittig, weil es ja ein Antikbär werden soll. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Ohr hier ein bisschen mehr nach oben halte und beide wären höher, dann wird er viel frecher, viel ernster. Wenn ich jetzt aber das Ohr hier an die Seite halte und dieses wäre auch weiter unten, dann guckt er ein bisschen trömmeliger und verschlafener. Genau das Gleiche kann man mit den Augen machen. Je nachdem, ob die Augen weiter auseinander sind, weiter hinten oder weiter vorne, kann man den Charakter, wirklich den Charakter des Bärens formen. Rund 20 Stunden hat Hanne Mahnke an der kleinen Luzi gearbeitet. Wunderschön ist sie geworden. Dieser Teddy muss zur Bärendoktorin in Behandlung, weil er neue Augen braucht. Das ist eine der häufigsten Verletzungen eines Teddybären. Wenn das Glasauge nur ausgerissen ist, lässt es sich mit einem reißfesten Faden und einer extra langen Nadel leicht selbst reparieren. Ersatzaugen gibt's im Bastelladen. Diese Operation sieht schlimmer aus, als sie ist. Sind die Fäden am Hinterkopf verknotet, kann der Bär wieder sehen. Gucken, ist doch gut, ne? Oh, cool, ja. Ich finde es auf jeden Fall toll, wenn die Leute ihre Bären abholen und ich kann sofort sehen, dass sie sich freuen, dass die Reparatur gut geworden ist. Und es ist einfach schön, die Erinnerungen an die Kindheit und die Erlebnisse, die mit dem Bären zusammenhängen, wenn man die bewahren kann. Die Kundin kann ihren geliebten Teddy gleich wieder mit nach Hause nehmen. Für jedes Teddybär-Problem gibt es eine Lösung. Und die kleine Luzi leistet ab sofort ihrem Vorbild, der fast 100-jährigen Original-Luzi, Gesellschaft.